wäre wahrscheinlich abgehoben hier von der Bühne. Meine Damen und Herren, die Kunst im Stern bereichert unser Einkaufszentrum Maler Stern, ist zugleich ein offenes, ein kostenloses Kulturangebot für die Bürgerinnen und Bürger. Viele sind ja gekommen, man ist ganz überrascht, dass es so viele ist und so viele sind. Und jemand raunte mir gerade halb sarkastisch zu, Gott sei Dank, dass das hier kein Café ist, sondern ein offener Raum, sonst dürfen wir uns hier nicht so zahlreich versammeln. Naja, gut. Also, viele sind gekommen und das ist schön so, dass sie diesen Kunststern annehmen. Und deswegen danke ich all denjenigen, die ihre Zeit, ihre Kraft diesem einzigartigen Projekt gewidmet haben, dafür gesorgt haben, dass der Maler Stern ab heute für 3 Wochen zu einer künstlerischen Erlebnismeile geworden ist, unsere Stadt quasi zu einem leuchtenden Stern wird in der weiten Galaxie der freien Kunstszene hier in Deutschland. Und das freut mich ganz besonders. Sie sehen an meiner poetischen Formulierung, wie inspirierend der Malerkulturstern oder Kunststern bereits jetzt auf mich wirkt, so kurz vor der Eröffnung. Liebe Gäste, ich lade Sie ganz herzlich ein, in der Ausstellung Ihre eigenen Grenzerfahrungen zu machen. Ich wünsche Ihnen interessante Erlebnisse, viele Anregungen, viele gute Gespräche. Es gibt einen ganz wunderbaren Katalog, den ich gerade gesehen habe, der ist wirklich sehenswert. Und bitte besorgen Sie sich diesen Katalog. Sie finden dann alle Kunstwerke sehr, sehr viel besser. Und ich darf jetzt ganz offiziell den Kunststern für eröffnet erklären und bedanke mich auch schon bei den Übersetzern für diesen tollen Gimmick hier am Abend. Glück auf! Chapa, 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 chapa. Der Herr rechts von Ihnen hat es ins Türkische übersetzt, das war, glaube ich, zu erkennen, ne? Wenngleich es klang ab und zu mal wie Arabisch, finde ich, also, aber Türkisch ist schon okay. Die Dame in der Mitte, Chinesisch, das ist relativ einfach, aber wer weiß denn, der Herr hier links mit dem langen weißen Gewand, welche Sprache der übersetzt hat, in welche Sprache? Weiß das jemand? Nee, Altgriechisch ist falsch. Ich glaube, die Kinder da hinten, die haben das entdeckt, die wissen das. Weiß das jemand? Bitte. La Languagica Idobachena Altmarlisch.